So, und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt in dieser Anstalt hier, Forschungsanstalt. Und es laufen wilde Mutanten durch die Gegend. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin soll. Super. Oh! What the hell is that thing? It must be a Trigon. Trigons are what Dr. Krieger researches. They're biogenetically engineered primates. Aha, also genetisch veränderte Primaten. Deutsch Affen, die genmanipuliert wurden und sich dann entsprechend entwickelt haben. Aha. Die sollen die Tritons nicht angreifen? Warum denn das? Sollen die sich alle fressen lassen? Ich glaube, die wollen die einsetzen gegen mich. Holy shit! The scientists in the main supervision area of the Treetop Research Facility should know where Val is. You're going to need to get that information from them. Alpha Team, check out the control center. Ada Team, secure the forest perimeter. Eyes and ears, people. Keep it tight. Jetzt rennen hier überall noch so verrückte Mutanten rum. Zu den verrückten Söldnern. Eine tolle Kombination. Oh, da schießt auf so ein Viech da unten. Praktisch. Dann kümmere ich mich mal nicht mehr darum. Dann sollen die sich gegenseitig abschlachten. Mache ich hier oben mal einen Spaziergang. Zum Glück haben die Baumhäuser hier gebaut. Diese Dinger. Sieht aus wie bei Star Wars oder sonst noch. What the hell are they doing here? It's all part of Krieger's plan, Jack. He's cooked up a serum, which enhances every organ and muscle in the recipient's body. So far, he's just been using it on primates. At least as far as I know. The only drawback to the serum is that it's made of recipient's medical facility and makes them all alive. Krieger controls them using conditioning implants. Aha, also es werden die Gene manipuliert, dass sich die Muskeln irgendwie... Die Muskeln mutieren. Boah, leck mich am Arsch. Die Muskeln mutieren und dann entsteht also sowas. Bis jetzt hat das anscheinend nur an Primaten angewendet. Also an den Affen. Deshalb auch die Affenkäfige. Komm ich da rein irgendwie? Soll ich jetzt da runter oder was? Ich will da nicht auf den Boden runter. Oh, ey, von allen Richtungen wird geschossen. Schneller. Wahrscheinlich will er es auch noch an Menschen anwenden. Ich glaube, der verfolgt ja ein anderes Ziel, damit irgendwelche... Was weiß ich, irgendwelche Heilungen von irgendwelchen Krankheiten oder... Um Menschen leistungsfähiger zu machen vielleicht. Ah, super. Muss ich erst so eine scheiß Karte finden, oder was? Boah. Vielleicht ist das Tor hier offen? Nein. Oh, jetzt muss ich wieder da hoch und dann wieder eine scheiß Karte suchen. Snipergewehr, habe ich wieder Munition, praktisch. Vielleicht nehmen wir die P90. Dann gegen den Mutanten wahrscheinlich am praktischsten sein. Huch. Den nicht runterfallen. Ja, arg peinlich. Das hat ja sein müssen, dass das Ding jetzt kaputt ist hier. Das da hinten ist auch kaputt, so wie es aussieht. Muss ich irgendwo so eine scheiß Karte finden oder was? Na super. Huch. So. Nein. Wo soll ich die scheiß Karte jetzt finden? Da laufen Millionen von Gegnern rum.
bestimmt gleich noch die scheiß Viecher und verfolgen mich. Liegt da vielleicht die Karte? Nein. Irgendwo hier ist so ein Viech unter mir. Ich hör's atmen. Ich hör's atmen. Ah, da ist er. So. Scheiß Viecher. Wo soll ich jetzt diese Karte finden? Ja. Ach, das ist auch praktisch, ja. Eine Minigun. Oh, hier haben wir noch Kameras, so wie es aussieht. Menü. Schönes Viech. Hä? Muss doch irgendwo direkt unter mir sein. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich die Karte finde. Stimmt da unten und im Auto oder so. Wahrscheinlich mittendrin oder. Ah ne, ich glaube ich kann da hoch, okay. Okay. Gucken wir mal da, ob ich da hoch kann. Muss ich natürlich runter zu den blöden Viechern. Brech mir ja schon am Bein. Hallo? Ich glaube, da kann ich hochlaufen. Ich hoffe es doch jedenfalls. Ja, das müsste funktionieren. Da ist irgendwo das Viech da links. Oder irgendwo da drunter. Ah. Hier haben sie die offensichtlich auch laufen lassen und sind die ausgebrochen. Scheiße! Boah, ich komme nicht hoch. Boah, hab schon gedacht, ich hänge jetzt irgendwo fest. Here's a newsflash. I just picked up a Mayday from Jerry Spatzik, the lead scientist there. He's trapped in a room surrounded by a whole mess of Trigens. He should have a card that will allow you to access all secured areas. You will need that to save Hal. Okay, dann müssen wir jetzt den Typen erstmal befreien, der schon umzingelt von den Viechern. Die haben die offenbar hier gehalten, hier unten. In dem Bereich, und dann haben sie irgendwie haben sie es geschafft, die Stützen oder sonst noch was hier von den Dingern zu zerstören und sind dann offensichtlich ausgebrochen. Moment, erstmal Licht anmachen. Okay, spring mich also an. Ja. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Geht's hier weiter? Someone over there. The good news is that I found your scientist, and he had a key card on him. Unfortunately, he's not feeling too talkative right now. Also dem Typen war nicht mehr zu helfen. Jetzt guck ich mal, wo ich lang muss. Muss ich jetzt hier weiter oder? Some reinforcements to your location. It looks like you're about to be in a world of hurt. You need to get your ass in here. Schicken die eine Verstärkung her, ja. Oh. Nein, da kommt einer. Ja, die halten glaube ich schon ein bisschen mehr aus. Da brauchen wir schon einiges an Munition für die Viecher. Oh, müssen die jetzt das scheiß Flackerlicht haben hier. Okay. Money. Ich glaube, ich nehme jetzt den Truck hier. Kann ich da durchbrechen oder geht es auch? Nein. Lost,
würde gern wissen, wie ich dieses Ding hier aufkrieg. Tolle Sache, jetzt weiß ich nicht, wie ich denn das Tor aufkrieg. Ich glaube, das ist ja schon noch so ein Fahrstuhl. Mhm. Wäre gut zu wissen, wie ich das Tor aufmache. Bestimmt da oben drin irgendwo. Ja, ich guck mal kurz da oben drin. Muss erst das Tor aufmachen, bevor ich da weiter kann. Meine Muni bei der P90 wird langsam knapp. Ah, hier geht's rein. Okay, da kann man bestimmt hier drin irgendwas machen. Boah. Haben wir auch einen Wallhack oder was? Springt mich schon an, bevor ich um die Tür rumkomme. So, hier drin vielleicht. Waffenkammer, immer gut. Was haben wir hier noch? Eine Schrotflinte. Ich glaube, eine Schrotflinte wäre ganz praktisch gegen die Viecher. So, dann gucke ich mal hier draußen, ob es da vielleicht einen Schalter gibt. Vielleicht da oben. Ah, da gibt es einen Seilrutscher, so wie es aussieht. Ne, das ist nur Strom. Okay, hier geht's auch weiter. Weiß ich das auch mal. Bäm! Oh, ist schon offen. Die blöden Türen immer. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt ein Auto und fahre mal. Die Richtung hier? Ja. What the fuck? Aber ein seltsames Fahrverhalten. So I have to ask. Has Krieger tried to serum on humans? Not that I know of. But there are plenty of projects happening here that I know squad about. The access card that gets you into the research area in the gates. The gates to the compound appear to be closed. So that would figure out something for that yourself. Like what? You seem to have a knack for blowing things up. Maybe you should try that. Yeah, I could use some more attention to myself. Jetzt habe ich nicht so richtig verstanden, was sie geschwätzt haben. Da hat Klapp gefragt, ob er das auch an Menschen ausprobiert. Oh. Huch, hat sie selber in die Luft gejagt? Aha, der Wichser hat sie selber in die Luft gejagt. Trottel. So. Jetzt komme ich ja schon wieder nicht weiter mit meinem Fahrzeug. Muss ich in das scheiß Gebäude hier rein? Der wäre tot. Ich glaube, das Spiel ist auch ein bisschen dunkel auf YouTube. Ich glaube, ich mache es ein bisschen heller noch. Jetzt muss ich da oben rein, so wie es aussieht. So. Ah, da vorne ist schon wieder so eine komische Falle. What the fuck? Das steht direkt neben mir. Die P90 ist auf jeden Fall besser als die M16. Die Entfernung vielleicht nicht so, aber wenn man nah dran ist auf jeden Fall. So, muss ich jetzt in den Tower da oben? Schießt schon wieder einer. Wo war der jetzt? Hier oben oder da hinten? Ah, da. Frag dich selber, du Arsch! Ah. Oh. Yep. Sehr schön. So, und dann mache ich mal einen Cut an dieser Stelle. Bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!